Barcelona-Trainer Ernesto Valverde hat erklärt, dass die Katalanen möglicherweise noch einen Ersatz für den zum FC Sevilla abgewanderten Muniel Haddadi verpflichten werden. Erlebe La Liga live und auf Abruf auf der ZN. Hol dir jetzt deinen Gratis-Monat. Wir werden sehen, ob jemand kommt, sagte Valverde auf der Pressekonferenz vor dem Ligaspiel gegen Eibar, so 18.30 Uhr im Live-Ticker. Man sondiere den Markt, werde dabei aber die finanziellen Aspekte im Auge behalten, so der 54-Jährige weiter. Barça, Valverde kennt Llorente noch aus Bilbao. Durch Moniés Abgang fehlt im Kader des spanischen Meisters nun ein Backup für Mittelstürmer Luis Suárez. Laut Mundo Deportivo beschäftigt sich Barça daher aktuell mit Fernando Llorente, der bei Tottenham Hotspur kaum auf Spielzeit kommt und den Valverde noch aus Bilbao kennt. Sollte man keinen externen Munir-Ersatz verpflichten, werden wir Ausschau halten nach Spielern aus der zweiten Mannschaft, betonte Valverde, auch den eigenen Nachwuchs im Blick zu haben. Punkt. Top-Torjäger von Barça B ist aktuell der 20-jährige Rafa Mucique mit 5 Drittligatreffern.